Hallo, in diesem Tutorial zeige ich euch eine schöne und originelle Flechtfrisur. Trennt in der Mitte eine Haarsträhne ab und teilt sie in zwei gleich große Partien. Trennt dann eine kleine Haarpartie von der linken Strähne ab und legt sie zur rechten Strähne in der rechten Hand dazu. Trennt eine kleine Haarpartie von der rechten Strähne ab und legt sie zur linken Strähne in der linken Hand dazu. Trennt wieder eine Partie von der linken Strähne ab und legt sie zur rechten Strähne dazu. Dann trennt wieder eine Partie von der rechten Strähne ab und legt sie zur linken Strähne dazu. Und jetzt nehmt eine Strähne von der rechten Seite und legt sie auch zur linken Strähne in der linken Hand dazu. Ihr habt beim Flechten immer zwei Hauptsträhnen, eine linke und eine rechte. Nehmt eine kleine Haarpartie von der rechten Strähne, legt sie zur linken Strähne und legt dazu eine neue Strähne von der rechten Seite. Nehmt eine kleine Haarpartie von der linken Strähne, legt sie zur rechten Strähne und legt dazu eine neue Strähne von der linken Seite. Trennt einen kleinen Teil von der rechten Strähne ab, legt sie zur linken Strähne dazu und legt dazu noch eine Strähne von rechts. Trennt einen kleinen Teil von der linken Strähne ab, legt sie zur rechten Strähne dazu und legt dazu noch eine Strähne von der linken Seite. Trennt einen kleinen Teil von der linken Strähne ab, legt sie zur rechten Strähne dazu und legt dazu noch eine Strähne von links. Trennt einen kleinen Teil von der rechten Strähne ab, legt sie zur linken Strähne dazu und legt dazu noch eine Strähne von rechts. So flechtet ihr weiter. Wie ihr seht, flechte ich eigentlich einen normalen Fischgrätenzopf. Ich flechte dabei nur Strähnen von beiden Seiten mit ein. Nehmt eine kleine Haarpartie von der rechten Strähne, legt sie zur linken Strähne und legt dazu eine neue Strähne von der rechten Seite. Nehmt eine kleine Haarpartie von der linken Strähne, legt sie zur rechten Strähne und legt dazu eine neue Strähne von der linken Seite. So flechtet ihr weiter. Wenn es keine Strähnen mehr von den Seiten gibt, flechtet einen normalen Fischgrätenzopf weiter. Trennt einen Haarteil von der rechten Strähne ab und legt sie einfach zur linken Strähne in der linken Hand dazu. Trennt einen Haarteil von der linken Strähne ab und legt sie einfach zur rechten Strähne in der rechten Hand dazu. Trennt einen Teil von der rechten Strähne ab und legt sie zur linken Strähne dazu. Trennt einen Teil von der linken Strähne ab und legt sie einfach zur rechten Strähne dazu. So flechtet ihr weiter, bis ihr unten angekommen seid. Fixiert den Zopf am Ende mit einem Haargummi.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!